E-Rezept, E-Patientenakte und E-Detailing, wie wir die Digitalisierung schaffen und worin die Relevanz dieses Themas steckt, vielleicht auch für jeden, der hier sitzt und jede, die hier sitzt, das frage ich Ihnen am besten selbst. Einen herzlichen Applaus für Thomas Zadro, Projector Director, jetzt komme ich schon ins Stottern, bei Syneos Health. So, jetzt haben wir es. Ja, ganz herzlichen Dank. Wenn Sie nach der Relevanz fragen, die ist relativ schnell beantwortet. Ich bin gestern auf dem Weg nach Hamburg gewesen und hatte geplant, 3 Telefonate zu führen. Aus den 3 Telefonaten wurden 10 Telefonate, schlicht und ergreifend, weil die Leitung dauernd zusammengebrochen ist. Da haben wir schon das Thema Digitalisierung in Deutschland. Okay. Dann bin ich gespannt. Ich überlasse dir einfach mal die Fläche. Danke sehr. Und Ihnen viel Spaß. Und ich bin gespannt. Ich vermute, das ist der Präsenter, ja. Wenn aus 13 Telefonaten werden, dann muss man sich sehnsuchtsvoll an den letzten Urlaub erinnern. Und das aus einem einfachen Grunde. Das, was Sie hier sehen, ist eine Aufnahme, die sich normalerweise bewegen würde, das sie jetzt aber nicht tut. Die ist entstanden auf 2300 Meter Höhe über der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Jetzt nicht, weil das Foto so wahnsinnig schön ist, zeige ich Ihnen das, sondern ich zeige Ihnen das, weil während dieses Foto entstand, es auch schon, wie gesagt, eigentlich war es ein Film, auch schon in meine Google Cloud gestreamt worden ist. Das heißt, ganz offensichtlich ist es so, dass die Mobilfunkabbildung in der Alpenrepublik, und die Betonung liegt in dem Zusammenhang wirklich auf Alpen, deutlich besser sich darstellt als in Deutschland. Und das sage ich jetzt nicht nur aus Patriotismus, sondern das sage ich einfach als objektive Feststellung. Während man in Deutschland noch darüber diskutiert hat, braucht man 5G an einer jeden Milchkanne, hat man bei uns eine jede Alm praktisch schon vernetzt. Und bitte beachten Sie die Topografie, wir haben wahnsinnig viele Berge. Ja, 2/3 des Landes bestehen daraus. Und diese Erfahrung, die Sie im auch europäischen Ausland machen, im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland haben, überhaupt kein Problem, bitte. Na, je mehr, desto lustiger. Die wirft eine Frage auf, nämlich kann Deutschland eigentlich Digitalisierung? Da höre ich schon ein Nein. Und wenn Sie diese Frage leichtsinnigerweise bei Google eingeben, werden Sie relativ schnell in der Bildsuche wahnsinnig viele Memes dazu finden, die alle dieses sehr spontan und vom Herzen kommende Nein noch einmal bekräftigen. Ich sage Ihnen jetzt aber was, das ist eigentlich nicht wahr. Es gibt kein deutsches Gen, das Digitalisierung vermeiden würde. Ja? Der erste frei programmierbare Computer wurde von einem Deutschen entwickelt, Konrad Zuse. Die Grundlagen fürs Faxgerät wurden in Deutschland entwickelt. MP3, Fraunhofer Institut, kommt auch aus Deutschland. Das heißt, theoretisch können Sie das. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, gut, das ist aber alles schon eine Weile her. Naja, Anfang der 2000er Jahre, und damit kommen wir dann auch langsam auf das eigentliche Thema, nämlich den Gesundheitssektor, war Deutschland in der Digitalisierung, Sie werden es mir jetzt nicht glauben, federführend im Gesundheitswesen. Sie waren ganz vorneweg, in 90% aller Praxen stand schon ein Rechner, wo man in anderen Ländern noch mit Papier und Stift seine Patientenakten geführt hat. Aber irgendwas ist dann passiert. Und was passiert ist, das mache ich Ihnen anhand einer Zahl plastisch. Ich zeige Ihnen danach noch ein paar andere Zahlen. Die Zahl 50. Sie erinnern sich vielleicht noch, im Jänner 2022 sollte das passieren, was jetzt morgen passiert, nämlich die Einführung des E-Rezepts. 50 repräsentiert die Anzahl der Praxen in Deutschland, die zum 1. Jänner 2022 und das bitte von 120.000 imstande gewesen wären, überhaupt ein E-Rezept auszufüllen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil von den 19.000 Apotheken hätten eh nur knapp 100 überhaupt diese Rezepte verarbeiten können. Ja? Also großartig. Und diese Großartigkeit, die zeigt sich auch in weiteren Zahlen. In 2/3 aller Praxen in Deutschland werden Sie nicht imstande sein, online einen Termin zu vereinbaren. Es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Darüber hinaus, sollte die Folie jetzt wechseln, aber das tut sie nicht, dann mache ich es. Ist Ihnen der Rechner abgestürzt? Ja, bitte. Wie ist denn die entsprechende Zahl in Österreich? Das kann ich Ihnen nicht sagen. aber im Zweifelsfall, Hecher, ja, ist eh alles besser. Die Berge sind Hecher, der Kaffee ist besser, dann wird es auch besser sein.
Kriegen wir den Folienwechsel hin? Geht der Absturz weiter? Wunderbar, fein. Ja, Quod erat demonstrandum. Ja, Quod erat demonstrandum. Na, aber das kriegen wir sicherlich hin. Während wir noch warten, dass die Folien weiterlaufen, fahre ich mit dem auswendig gelernten Text fort. Ja. Wie gesagt, 2/3 aller Praxen können Sie keinen Online-Termin vereinbaren. Jetzt schauen wir mal. Na, da geht er nicht drüber weg. Da geht er nicht drüber weg. Können Sie manuell auf die nächste Folie? Ah, da stört, dann lassen wir die nächste aus. Und kein Problem. Gehen wir auf die übernächste. Jetzt weiß ich nicht, was auf der nächsten stand. Oh ja. In 20% der deutschen Praxen wird auch heute noch handschriftlich die Personal- oder Patientenakte geführt. Und was Sie jetzt nicht sehen, was ich aber vorbereitet habe, ja, in 80% aller Praxen in Deutschland bei Allgemeinmedizinern gibt es auch keine Online-Sprechstunde. Das ist arg. 16% aller Ärzte, und da geht die Folie wieder, das ist super, danke. Ja, 16% aller Ärzte kommunizieren lediglich mit ihren Kolleginnen und Kollegen per E-Mail hinsichtlich anderer Patienten. 16%. Ja, also wer vorhin im Forum war, der hat gehört, dass da Akten bewegt werden. Das ist in der Tat so. Ja, da werden CD-ROMs gebrannt oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn man sich das anschaut, ist ganz klar, wer schuld daran ist, dass die Digitalisierung in Deutschland funktioniert, und das ist der Arzt. Weil, weil die reden miteinander. Das ist eine hervorragend vernetzte Berufsgruppe. Die brauchen nicht einmal Internet, um sie auszutauschen. Und wenn die sich austauschen, dann fragen die ihren Kollegen, ihre Kollegin, erst wie ist denn das mit der Digitalisierung? Funktioniert das? Hey? Ja, und dann erzählt er, wie es funktioniert. Und das führt dazu, dass lediglich 16%, bitte, lediglich 16% aller niedergelassenen Ärzte in Deutschland eine Verbesserung ihrer Arbeitssituation durch Digitalisierung erwarten. Dieser Wert war irgendwann einmal bei 25%. 44% der Ärzte, ein bisschen mehr als 44% der Ärzte, erwarten sogar eine eindeutige Verschlechterung durch die Einführung digitaler Medien. Wow! Das unterstreicht es ja, dass die Ärzte schuld sind. Na, die blockieren das. Aber wie kommen die denn zu der Einschätzung? Das ist relativ einfach. Wenn Sie mit einem System arbeiten, für das Sie Geld ausgeben, dann erwarten Sie, dass das funktioniert. Das tut es aber nicht. Die Systeme stürzen fortlaufend ab. Und die Betonung liegt auf Systeme. Das heißt, ich muss mich mehrfach in verschiedenen Systemen einloggen. Und das funktioniert auch nicht immer. Ja? Weil vielleicht die MFA, die medizinische Fachangestellte, jetzt auch keine große Lust hat, an solchen Zetteln mit Einlogdaten zu haben. Und das hält auf. Wir haben also für alles eine Insellösung. Und das wiederum bedeutet, dass wahnsinnige Investitionskosten auf die Damen und Herren zukommen. Es ist also aus ärztlicher Sicht ein Systemversagen. Der Bildschirm wird schwarz. Und deswegen ist es eben nicht fair, den Ärzten den schwarzen Peter zuzuschieben. Die sind eigentlich nicht schuld. Na gut, macht nichts. Werden wir viel mehr anderen. Ja, irgendeiner wird schon die Sache kaputt gemacht haben. Wie wäre es mit der Politik? Wenn wir gar nichts haben, dann haben wir einen Politiker und dem können wir die Schuld in die Schuhe schieben. Und das ist schon deswegen sicherlich ein politisches Problem, wenn nach einer Untersuchung von McKinsey, die im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt wurde, wir pro Jahr 34 Milliarden Euro, bitte 34 Milliarden Euro entsprechen ca. 13% der Leistungskosten der gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland einsparen könnten, wenn wir digitalisierten. Ja? Wenn man darüber nachdenkt, dass wir im kommenden Jahr alle ein bisschen mehr für die gesetzliche Krankenversicherung zahlen müssen, also die Menschen, die so wie ich als armer Angestellter nicht Privatpatient sind, dann ist das eine Unverschämtheit. Und wenn man sich dann anschaut, wo diese 34 Milliarden herkommen, dann kann einem schon ein bisschen schwindelig werden, weil das sind im Grunde genommen relativ einfache Maßnahmen, die hoffentlich jetzt auch auftauchen. Ja, sehr gut. Sie haben es vorhin vielleicht in Form gehört, die elektronische Patientenakte, die EPA, die ist alleine für 13%, das entspricht ein bisschen mehr als 6,8 Milliarden Euro verantwortlich. Wahnsinn, das ist ein Irrsinn. Ja? Und in Österreich, und das kann ich Ihnen beantworten, da gibt es das, sonst war schon seit mehreren Jahren. Das elektronische Rezept, das wir dann hoffentlich vielleicht ab morgen haben, ja?
Nein. Aber theoretisch, ja, wird für ungefähr 900 Millionen Euro Einsparung sein. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit auch noch, und das kann ich nicht lesen, ja richtig, krankenhausinterne Mitarbeiterkommunikation, Laufzettel, die Sie allerweil ausfüllen müssen. Ja? Oder ein Krankenhaus, das sagt, jetzt stellen wir auf elektronische Kommunikation um und dann ersetzen Sie die Laufzettel durch PDFs. Das ist nicht wirklich ein Vorteil. Ja? Das ist ein Schmarrn. Würden auch nochmal ungefähr 900 Millionen ausmachen. Die virtuelle Terminabsprache, über die wir vorhin so gescherzt haben, das sind auch noch einmal so um die 600 bis 800 Millionen Euro, die da gespart werden könnten, einfach weil die Ordinationsassistenz nicht dadurch in Anspruch genommen wird. Ein weiterer großer Batzen ist die Teleberatung, sprich das, was wir wirklich als Online-Sprechstunde kennen. Ja? Das sind auch ein bisschen mehr als 3,4 Milliarden Euro, die da eingespart werden könnten. Ein Riesenbatzen ist die Fernüberwachung chronischer Patienten. Wenn Sie an Diabetiker denken, die eine App haben oder sonst irgendwas, diese Daten werden ja nicht automatisch zum Arzt überspült. Ja? Weil er jede andere App hat und der Arzt natürlich nicht jetzt 20.000 Apps für sich parat halten möchte. Aber auch da liegt ein immenses Einsparpotenzial, genauso wie bei der E-Triage. Das bedeutet die direkte Zuweisung in Richtung der Fachärzte oder gleich ins Spital. Oder vielleicht hast du durchaus gar nichts Platz raus. Die übrigen 47%, über die haben wir gar nicht gesprochen. Das heißt, die Politik weiß das und hat nichts getan. Das ist aber falsch. Weil schon unter Rot-Grün wurden die ersten Gesetze erlassen. Und das hat sich dann kontinuierlich über alle Bundesregierungen in den letzten Jahren weiter fortgesetzt. Und man kann von Herrn Spahn halten, was man will, aber in der letzten Legislaturperiode ist eine ganze Menge passiert und jetzt auch die jetzige Regierung unternimmt hier durchaus Schritte. Das heißt, der gesetzliche Rahmen wurde durchaus geschaffen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen eng mit den ganzen Verantwortlichen. Wen haben wir noch? Erinnern Sie sich noch an Corona? Wie war das, als man da die über 65-Jährigen anschreiben wollte, um denen mitzuteilen, dass sie bitte zur Impfung kommen? Die Einwohnermeldeämter haben gesagt, na, die Daten dürfen wir nicht rausgeben. Dann hat die Deutsche Post gesagt, das ist eine super Idee, macht nichts, dann schreiben wir alle Gottliebs und Berthas an, ja, weil das sind altertümliche Namen, die werden dann schon zur Impfung kommen können. Na, da hat der dreijährige Gottlieb eine Einladung zur Corona-Seniorenimpfung bekommen. Großartiger Plan. Aber auch Probleme im Datenschutz sind nicht wirklich relevant. Unabhängig davon, dass der Landesdatenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, nachdem er gesehen hat, dass es mit der Einführung vom E-Rezept nichts wird zum 1. Jänner, im Sommer 2022 am Piloten in Nordrhein-Westfalen abgeblasen hat, weil da gab es Probleme mit dem Datenschutz. Ja? Es sind ja sensible Daten, die hin und her geflossen sind. Die Tatsache, dass das überwunden worden ist und wir jetzt das E-Rezept haben, bedeutet auch, dass wir den Datenschutz bitte nicht dafür verantwortlich machen können. Verantwortlich ist was ganz anderes. Das ist nämlich Ihr Gesundheitssystem. Es tut mir leid. Es ist ein föderatives Gesundheitssystem. Ja? Und es ist selbstverwaltet, genau. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Köche und da jeder kocht an dieser Suppe mit. Und das bedeutet, dass es eben nicht, wie was Ihnen gerne immer vorgehalten wird, der NHS, ja, die Engländer, die machen das super. Das ist wahr, die machen das super, was die Digitalisierung angeht. Aber sie wollen in England nicht wirklich krank werden, wenn sie schon krank werden wollen. Ja? Weil diese Spieler, die wir da haben, die stehen alle im Wettbewerb miteinander. Die haben unterschiedliche Interessen. Und diese Interessenunterschiede... Das ist ein Interesse, aber ich möchte ein bisschen ein größeres Stickerl haben vom Kuchen. Ja, das ist dann wieder das Interesse, die Interessendivergenz. Es gibt tatsächlich, und das muss man sich überlegen, durch den Wettbewerb echte Vorteile. Wir haben 96 Krankenkassen in Deutschland, jetzt nur die gesetzlichen. Die stehen alle im Wettbewerb miteinander und die sorgen tatsächlich für eine Leistungsverbesserung. Die haben aber eben auch alle, und da sind wir beim Verteilung des Kuchens, ein Interesse daran, dass sie ein größeres Stückerl vom Kuchen bekommen. Und darüber hinaus haben wir eben noch die Pharmaindustrie, die ja Geld verdienen will. Wir haben die KV und den Bund, die Länder, die das steuern, die Behörden. Wir haben die Ärzte, die ja Geld verdienen wollen, weil das sind auch nur selbstständige Unternehmer. Die Patienten, die haben wir noch gar nicht angesprochen, die haben frecherweise das Interesse, gesund zu werden. Ja? Und zu guter Letzt natürlich die Kassen, die das ganze Geld einsparen wollen, beziehungsweise die Spitäler, die wieder an ihr Geld ran möchten.
Und so ein klassischer Interessenkonflikt ist zum Beispiel, der Arzt sagt, aufgrund meiner Expertise für diesen Patienten diese Behandlung. Und die Kasse sagt, wie interessiert deine Expertise an Schmäh? Wir haben Datenpunkte, die sagen ganz eindeutig, dass eine preisgünstigere Therapie wesentlich angemessener wäre. Dass dein Patient von mir aus innerhalb der Datenstreuung außerhalb des Hauptstrangs liegt, interessiert uns nicht wirklich. Das heißt, wir haben also zusammenfassend Probleme in der Infrastruktur, wir haben Probleme in der Umsetzung und wir haben Probleme hinsichtlich der teilweise divergenten Zielsetzungen. Das ist der Stand, den wir haben. Und das erklärt, warum wir in Deutschland hinsichtlich der Digitalisierung im Gesundheitswesen eben deutlich hinten dran hängen im Vergleich zu zentral gesteuerten Systemen. Bitte. Telemedizinische Versorgung gegeben wird. Aber nur dann, wenn sie synchron stattfindet, nur dann, wenn am Anfang der Behandlung der Patient erscheint und wenn er zwischendurch auch nochmal erscheint und nur dann, wenn das erfolgt ist und der Vorrang der Präsenzbehandlung nicht befriedigt werden kann, ja, dann ist eine telemedizinische Behandlung zulässig. Das ist ein, tut mir leid, sozusagen ein Telemedizin-Verhinderungsakt. Da. Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Das Gesundheitsministerium hat es nicht gerafft auf Deutsch und hat gesagt, das ist ja selbstverständlich. So schaut's aus. Bin ich ganz bei Ihnen. Mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt durch die nächsten zwei Punkte durchhetzen und das mache ich. Das mache ich ganz schnell. In diesem Umfeld bewegt sich also der pharmazeutische Vertrieb. Und der pharmazeutische Vertrieb agiert basierend darauf, dass ein Pharmareferent zum Arzt geht, dem was erzählt und der seine Therapieentscheidung trifft. Und dann ist Corona gekommen und dementsprechend ist das Ganze den Bach runtergegangen, weil urplötzlich überhaupt kein Pharmareferent mehr zum Arzt konnte. Und dann hat sich das gerecht, was das deutsche Systemumfeld darstellt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, nämlich dass im Vertrieb nichts digitalisiert worden ist. Das Ergebnis war, dass man Ärzte mit E-Mails zugespammt hat und die dann gesagt haben, ich möchte aber bitte nicht mehr angemeldet werden. Da das Ganze konsentpflichtig ist, haben ganz große internationale Unternehmen aufgrund dieser Strategie Massen an Ärzten verloren. Ja, es gibt ein großes internationales Unternehmen, das hat es geschafft, alle Onkologen in Deutschland auf einmal zu vergrätzen. Komisch, 100 E-Mails an einem Tag, hat also nicht funktioniert. Ist man auf Video gegangen, hat man gesagt, erst dann machen wir eine Videokonferenz, der Arzt wird sich freuen, wenn er den Pharmareferenten sieht. Und tatsächlich war aber eher das die Erfahrung, der Arzt hat sich überhaupt nicht gefreut oder er ist gar nicht gekommen, schlicht und ergreifend, weil ein virtuelles Gespräch jede Menge an Vorteilen wegnimmt, die der Arzt ansonsten nämlich hat. Nämlich, er hat überhaupt keine geeignete Ausstattung. Wenn der einzige internetfähige Rechner irgendwo am Empfang steht, dann geht's nicht. Ja? Wenn es einen Termindruck gibt, dann kann er den Pharmareferenten bitte warten lassen. Wenn ihr einen Videotermin habt, geht es schlecht, weil der wartet keine Stunde. Ja? Und zu guter Letzt natürlich auch ein fehlender Mehrwert. Der Pharmareferent ist nämlich der einzige Mensch innerhalb einer Praxis, der auf den Arzt zugeht und ihm auch einmal fragt, wie geht es dir? Ja? Das darf man nicht vergessen, das ist eine zusätzliche Qual. Den ganzen Tag hören Sie nur, Herr Doktor, mir tut es da weh, Frau Doktor, ich habe da Schmerzen. Das ist schön. Ja? Ganz abgesehen davon, dass Sie auch Fetschall trinken oder, das ist nicht so selten, eine Zigarette dann mit den Pharmareferenten rauchen können. Das ist also komplett gescheitert. Und jetzt spare ich mir die übrigen Folien, damit wir in der Zeit bleiben und sage Ihnen nur eines. Das wird sich ändern. Das wird sich deswegen ändern, weil einerseits die Digitalisierung in Deutschland kommen wird. Sie wird langsamer kommen, sie wird komplizierter sein. Und wenn wir Riesenglück haben, wird es so sein wie bei allen technischen Innovationen. Es wird irgendein amerikanisches Unternehmen kommen, das eine entsprechende Software darstellt, damit die ganzen Insellösungen aufhören und die Pharmaindustrie wird sich da dranhängen. Und sie wird sich auch deswegen da dranhängen, weil wir einen Generationenwechsel haben. Der typische Arzt im niedergelassenen Bereich ist halt der End-50er, Mid-60er, der hört irgendwann auf. Und dann kommen die digitalen Menschen hinterher.
Und die haben keine Lust darauf, mit einem Pharmareferenten einen Kaffeetschal zu trinken, sondern die möchten bitte schnell, gezielt die Informationen haben. Die sind es gewohnt, sich selbst zu versorgen mit den Informationen, sind es gewohnt, entsprechend auch nachzuhalten und Informationen innerhalb eines medizinischen Versorgungszentrums, weil auch die typische niedergelassene Arztpraxis, die wir heute kennen, wird immer mehr zur Ausnahme werden. Ja? Sich so zu organisieren, dass es einen Ansprechpartner für die Pharmaindustrie gibt. Insgesamt betrachtet, und damit schließe ich, 10 Folien, bevor ich eigentlich fertig war, mit einem Appell. Ich habe es gerade gesagt, da kommt irgendein amerikanischer Konzern, bitte lass mir das doch diesmal nicht auch wieder passieren. Ja? Und das war's. Danke sehr. Herzlichen Applaus.